Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 12. April. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Der DAX hat gestern ein bisschen nachgegeben. Aber das war alles nicht so harmlos, wie es dann unter dem Strich zum Xetra-Handelsende oder gar zum nachbörslichen Handelsende, als es noch ein bisschen weiter raufging, ursprünglich dann am Ende aussah. Denn eine Zeit lang sah es ganz schön ungemütlich aus. Das hier ist der 15-Minuten-Chart seit Monatsbeginn. Mit dem anfänglichen Versuch, nach oben auszubrechen, über den alten Verlaufsrekord bei 12,93, der dann abgewiesen wurde und in eine Serie von jeweils tieferen Zwischenhochs führte. Diese Serie setzte sich am gestrigen Dienstag fort. Nur knapp aber, der DAX wurde unter dem letzten Zwischenhoch hier vom Montagnachmittag wieder nach unten abgewiesen, rutschte damit auch aus diesem Dreieck nach unten heraus und das führte zu kräftigem Abgabedruck, auch weil die 20-Tage-Linie nach unten durchbrochen wurde, auch weil die US-Börsen dasselbe Szenario zeigten. Das Problem bei der Sache war, dass seitens der Nachrichtenlage zu diesem Zeitpunkt einfach nichts da war, was begründet hätte, warum es denn unbedingt nach unten gehen muss. Denn eigentlich war die Nachrichtenlage gar nicht so schlecht. Der ZEW-Indikator der Konjunkturerwartung, der kam am Morgen auf den Tisch und zeigte in der Bewertung der aktuellen Lage, genauso wie in der Erwartungskomponente für die kommenden Monate, ein Bild von steigenden Werten, die auch noch darüber hinaus über den Erwartungen der Analysten lagen. Eigentlich also alles bestens, was die Konjunktur angeht. Zumindest, was die hier befragten Finanzmarktexperten angeht. Aber der DAX rutscht eben trotzdem ab. Und wenn ein Index ohne unmittelbaren Auslöser rutscht, man aber im Hinterkopf weiß, dass ja eigentlich die Rahmenbedingungen schon immer schwieriger geworden sind, man es nur geschafft hat, die einfach mal effektiv zu verdrängen, dann kommt natürlich schon der Gedanke, dass die meisten Marktteilnehmer das zwar durchaus nicht umgesetzt haben, als Reaktion am Aktienmarkt, aber sehr wohl im Hinterkopf wissen, dass man Gelegenheiten nutzen sollte, um vielleicht auszusteigen. Und wenn man diesen Gedanken denkt, kommt die nächste Frage, soll ich da nicht auch lieber? So gesehen war es natürlich nachvollziehbar, dass man mit aller Macht versuchte, den DAX dann vor einem größeren Minus zu bewahren. Zeitweilig lag er 90 Punkte unter dem Xetra-Handelsende. Innerhalb von einer halben Stunde ist der DAX dann, kurz vor 17 Uhr ging es los, bis 17.30 Uhr um 90 Punkte wieder raufgelaufen, sodass am Ende nur, in Anführungszeichen, ein Minus von 60 Punkten oder einem halben Prozent stand. Und am Ende stand auch, zwar hauchdünn, ein Break unter das Märzhoch bei 12.156, aber die bei 12.135 Punkten verlaufende 20-Tage-Linie, die wurde auf den allerletzten Drücker ganz knapp gehalten. Nachbörslich, als die Wall Street dasselbe Spielchen trieb und von den Tiefs erstmal wieder nach oben lief, wenngleich nicht ins Plus, so doch mit einem ganz geringen Minus dann schloss, ging es nachbörslich noch einen Tick weiter nach oben, sodass man nochmal ungefähr 30 Punkte zum Xetra Closing aufsatteln konnte. Ob damit aber Entwarnung gegeben ist, ist die große Frage. Denn wir haben trotz alledem eben eine 20-Tage-Linie, die jetzt wieder mal im Feuer steht und nur knapp gerettet wurde. Wir hatten das bei deutlich höheren Umsätzen als noch am Montag und wir haben damit ein Verkaufssignal im MACD. Dazu eben eine Wall Street, die auch sukzessive tiefere Zwischenhochs zeigt, also nicht mehr diese Rekordjagd zeigt, die sie noch bis vor einigen Wochen vollzogen hatte. Dazu kommt eine gewisse Unsicherheit. Was passiert da mit Trump und Nordkorea? Wie fallen die Quartalsbilanzen aus, insbesondere in den USA, wo es als erstes losgeht mit den Zahlen? Man darf gespannt sein, ob der DAX imstande ist, genug Optimisten zu mobilisieren, um hier wieder in Fahrt zu kommen. Möglich ist es, das gelang hier auch. Für den Moment aber haben wir damit nur das nach Ende Januar mittlerweile fünfte Zwischenhoch, wo man mit einem Aufwärtsimpuls aus dem Nichts heraus, ohne besondere Nachrichten als Hintergrund, versuchte, dem DAX neues Leben einzuhauchen, was aber nicht auf Anschlusskäufe stieß, sondern auf Gewinnmitnahmen. Jedes Mal dasselbe Spiel.
das dürfte die bullische Seite doch langsam in Richtung weicher Knie transportieren. So gesehen, es ist zwar noch keine Basis da, um auf der Shortseite aktiv zu werden, denn immerhin, die 20-Tage-Linie hat gehalten und wir haben nicht unter 12.100 Punkten geschlossen. Aber, dass der DAX zeitweilig bis auf 12.050 abgerutscht war und wir damit auf der Long-Seite erstmal raus sind, ist sicherlich nicht allzu tragisch. Denn rein könnte man immer noch, wenn der DAX belegen kann, dass er genug Power hat, um wieder nach oben zu laufen. Ankerpunkt 12.4 und damit ein Break über die bisherigen Verlaufsrekorde. Auf der Unterseite muss man mal abwarten, wie sich das darstellt. Wenn die 20-Tage-Linie überzeugend gebrochen würde, ideal wäre natürlich erstmal rauf und dann richtig wieder runter, dann wäre hier auf der Shortseite durchaus was machbar. Das aber vorher im Vorfeld mit einem festen Schlusskurs zu fixieren, ist in dieser Konstellation nicht sinnvoll und möglich. Aber da wir täglich für Sie hier auf Leitung sind, ja, verpassen Sie im Endeffekt ja nichts. Denn der nächste Inge Markets Morning Call mit dem Blick auf den DAX kommt ja wieder vor Handelsbeginn, sodass man da auch dann entsprechend sich noch überlegen kann, ob und wie man dann reagieren möchte. Soweit der Überblick für den heutigen Mittwoch für die Wochenmitte. Wir melden uns wieder morgen früh, Donnerstag vor Handelsbeginn. Wie gesagt, bis dahin, schönen Tag und Tschüss.